In Business TV präsentiert ATV Unternehmen aus Augsburg und Schwaben. ATV Gesundheit ist eine Kooperation von ATV und der Hessing Stiftung sowie der Hessing Park Klinik. Business TV. Hallo, herzlich willkommen. Bei uns geht es jetzt um Nervenkompressionssyndrome an der Hand oder im Ellenbogen. Das äußert sich darin, dass, wenn man zum Beispiel den Ellenbogen länger anwinkelt, die Hand plötzlich einschläft und kribbelt. Das ist am Anfang gar nicht so schlimm, kann aber zu einem Problem werden. Mehr dazu erfahren wir jetzt vom Chefarzt der Handchirurgie der Hessing Kliniken, Dr. Bernhard Rosé. Hallo, grüß Sie. Herr Kluckert, hallo. Also, mal kurz zur Anatomie. Die Nerven, die kommen von der Halswirbelsäule, gehen durch die Schulter durch und den Arm unten in die Hand. Ja. Mehrere Nerven. Kann man sagen. Also gesteuert wird ja alles vom Gehirn letztlich und läuft über die Wirbelsäule, dann über Nervenbahnen zu den Strukturen, letztlich zur Hand. Also alles muss innerviert sein. Mhm. Muskulatur, die Haut braucht Sensibilität. Und diese Nerven müssen natürlich irgendwo langlaufen. Ja, und die können eben, Nervenkompression, heißt ja irgendwas ist eingeklemmt, die können einklemmen. Wie kommt es denn da zu dieser Einklemmung? Also die Nerven müssen teilweise auch stabil laufen, die können nicht irgendwo hin und her rutschen. Das heißt, es gibt Engstellen im Körper, wo sie gehalten werden und da kann es halt auch dann zu eng werden an diesen Stellen, sodass der Nerv dann tatsächlich komprimiert wird und dann Schwierigkeiten machen könnte. Über zwei Fälle wollen wir heute sprechen. Zum einen das Karpaltunnelsyndrom, da geht es um die Hand, also das ist das Problem hier irgendwo in der Hand. Und dann gibt es noch Sulcus ulnaris Syndrom, da ist die Engstelle irgendwo hier im Ellenbogen. Aber fangen wir mal an mit dem Karpaltunnelsyndrom. Also es fängt an, habe ich ja schon gesagt, mit Kribbeln in der Hand. Aber es sind nur, also man kann jetzt anhand der Finger, die kribbeln, schon sagen, was vorliegt, oder? Ja, es gibt schon eine Zuordnung, weil die Nerven natürlich anatomisch definitive Strukturen versorgen. Das heißt, anhand des Kribbelns, wo das kribbelt, kann man schon eine grobe Zuordnung mal machen, welche Nerven da beteiligt sein könnten. Irgendwie was, die drei sind Sulcus ulnaris und die beiden sind Karpaltunnelsyndrom, ist das richtig? Fast. Also die drei bis halb vier. Aha. Letztlich ist es ist halt von der Innervation so, dass der Ringfinger die Grenze bildet. Das heißt, die Mitte des Ringfingers, auf der Daumenseite ist es noch der Nervus medianus, der Mittelnerv. Mhm. Und auf der Ellenseite ist es dann schon der Ellennerv. Und die zwei Nerven geht es hauptsächlich, der Mittelnerv und der Ellennerv. Die haben eine sehr wichtige Funktion in der Hand, weil sie eben das gesamte Gefühl machen, wie Sie es gesagt haben, der Mittelnerv auf der Seite und der Ellennerv hier. Und natürlich auch die Muskulatur versorgen mit Aktivität, dass sie halt auch greifen können, Kraft haben. Und die zwei Nerven sind natürlich ganz wichtig. Also jetzt kann es passieren, dass wenn man eine blöde Haltung hat oder irgendwas und das eingeklemmt wird, dass das dann eben einschläft und zu kribbeln anfängt. Richtig. Jetzt ist das ja nichts Schlimmes, wenn die Hand ein bisschen kribbelt, hat man öfter mal, wenn man länger sitzt, kribbelt auch mal ein Bein und so weiter, ist eingeschlafen, machen wir zweimal so, ist wieder gut. Aber es kann auch zum Problem werden. Wie äußert sich das dann? Kommt auch Schmerzen dazu? Ja, durchaus. Also es ist so, wenn dieses, wie Sie sagen, gelegentlich mal einschlafen, vielleicht hat es jeder mal schon beim längeren Fahrradfahren gehabt, dass die Finger dann Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger mal kribbeln, mal einschlafen, man schüttelt so ein bisschen die Hand. Das ist fast normal, dass sowas passiert. Mhm. Aber wenn es eben nachts dann immer wieder kommt oder tagsüber immer wieder bei anderen, leichteren Tätigkeiten, dann wird es A, störend, weil das immer das Gefühl dann wieder fehlt. Und B, kann es dann auch kritisch werden, weil das ein Symptom ist, dass der Nerv so komprimiert wird, dass er eben kein Blut mehr richtig bekommt an der Stelle. Ist das unweigerlich, dieses Fortschreiten der Krankheit, oder kann es auch beim Kribbeln bleiben und eigentlich kommen wir unweigerlich Leben damit? Ist es nicht, definitiv nicht. Das ist eben sehr fließend, diese Übergänge. Das kann also mal stärker, mal weniger stark sein, weil wenn man jetzt mal den Nervus medianus nimmt, den Mittelnerv, ich habe auch hier ein Modell dabei, das von der Hand hier unter der Palmar-Aponeurose, so heißt diese Struktur, die das Ganze abdeckt, sieht man jetzt hier den Nerv hochlaufen, das ist der Nervus medianus. Und hier unter dem Band, das Band stabilisiert die gesamte Handwurzel. Dieses Band ist der kritische Augenblick, wo der Nerv eben unten drunter durch muss, zusammen mit neun Sehnen und den neun Sehnenscheiden. Und die bilden das eigentliche Problem, weil die Sehnenscheiden müssen dazu führen, dass die Sehnen gleiten können. Und die sind unterschiedlich geschwollen, dick und die brauchen auch ihren Platz. Und wenn da es zu eng wird in diesem Kanal, das ist eben der Karpalkanal, ja, dann wird der Nerv als schwächste Struktur abgedrückt.
Also wenn es mehr wird als Kribbeln, dann sollte man vielleicht mal zum Arzt gehen. Wenn es nur kribbelt am Anfang, ist es, komm, braucht man nicht tätig werden. Aber dann kommt man zu ihm und sagt, jetzt irgendwie schlimmer mit diesem Kribbeln und so weiter. Was machen Sie dann? Also jetzt wird der erstmal untersucht. Was muss man denn ausschließen, was es auch sein könnte? Ja, also wenn es eine typische Symptomatik ist, sage ich mal, und das ist eben dieses nächtliche Einschlafen, man wacht auf, es brennt, es tut teilweise weh, wie Sie es gesagt haben, man schüttelt die Hand wieder aus und wenn das immer wieder kommt, auch tagsüber, dann ist das schon, wenn die drei Finger hier betroffen sind, relativ typisch fürs Karpaltunnelsyndrom. Das ist eine schon, muss man sagen, aus der Geschichte, aus der Historie heraus eine Diagnose, die man stellen kann. Die Alternativen gibt es zwar, aber die sind halt extrem selten. Da geht man dann natürlich auch mit in seinen Überlegungen drauf ein. Aber grundsätzlich mal ist es das häufigste Kompressionssyndrom des Menschen. Und dann passt das Ganze schon sehr gut zusammen. Kann man eigentlich eine Veranlagung dafür haben, dass manche Menschen stärker betroffen sind, andere nicht? Oder macht der Beruf vielleicht noch irgendwas? Die Veranlagung spielt immer eine Rolle. Aber es trifft wirklich viele Menschen. Es ist eben das Häufigste. Das heißt, ungefähr 15% aller Menschen haben eine Symptomatik eines Karpaltunnelsyndroms. Das ist praktisch jeder 6. bis 7. Mensch. Und ungefähr 5% kriegen es dann auch manifest. Das heißt, die muss man tatsächlich dann auch behandeln. Und das ist jeder 20. Also das ist schon häufig. Dann kommen wir mal zur Behandlung. Was kann man konservativ tun, also bevor man jetzt operiert und da irgendwie das frei macht? Also an erster Stelle steht mal, dass man das Ganze verifiziert und prüft, wie schlimm ist das Ganze. Weil der Patient hat Beschwerden und da steht der Neurologe an erster Stelle. Der kann den Nerv gut messen. Das heißt, er guckt, wie schlimm ist der Nerv eingeklemmt, wie ist seine Funktion. Und das steht so eigentlich grundsätzlich an erster Stelle, dass man eben die Schwere der Kompression mal feststellt. Und nach der richtet sich so ein wenig auch die Therapie. Konservativ ist so der erste Schritt immer, sprich nicht operativ, nicht invasiv, Schiene. Schiene ist sehr effektiv, gerade zur Nacht, weil nachts wissen wir ja nicht, wie wir schlafen. Und dieser Karpalkanal hat in verschiedenen Positionen des Handgelenkes verschiedene Offenheit. Und wenn ich so oder so schlafe, dann ist er besonders eng und der Nerv leidet mehr. Habe ich eine Schiene, die das Ganze in dieser Position hält, ist der Karpalkanal am weitesten offen, das heißt die wenigsten Beschwerden. Und das ist schon mal eine sehr effektive Maßnahme, nachts eine Schiene. Sie haben uns ja ein paar Fälle mitgebracht oder einen Fall mitgebracht, wo wir uns mal anschauen können, wie weit das geht, wenn man jetzt nichts tut oder wenn die Krankheit weiter voranschreitet. Und können Sie uns kurz erklären, was wir da jetzt sehen? Da ist es eben so, ein Karpaltunnelsyndrom schon im fortgeschrittenen Stadium. Der Nerv, der hier lang geht, hat nicht nur Gefühl für den Daumen und die drei Finger, sondern hat auch eine Funktion für den Muskel in diesem Bereich. Und diese Funktion fällt dann genauso aus. Und man kann sich das so vorstellen, wenn jemand diesen Nerv stranguliert an dieser Stelle hier, dann gibt es keine Durchblutung mehr, die Aktionspotenziale, Nervenimpulse werden nicht mehr durchgeleitet. Der Muskel braucht die, damit er eben vital bleibt und der ist hier verschwunden. Der ganze Muskel ist weg. Der ganze Muskel auf der Seite ist praktisch abgebaut. Und das ist schon ein fortgeschrittenes Stadium. Da hätte man schon etwas früher aktiv werden sollen. Und im nächsten Bild sieht man auch, was das für eine Funktionsausfall letztlich ist. Also das sieht man dann im nächsten Bild. Hier sieht man es gut. Der Daumen hier wieder, die Muskulatur fehlt. Und der Daumen kann nicht mehr frontal auf den Kleinfinger gesetzt werden, weil dieser Muskel ist nicht mehr existent. Also sieht man fast seitlich. Kaum, ne? Aber es geht nur so von der Seite. Ja, aber so, wenn man das macht, das sieht man deutlich, das ist opponieren, das ist Gegenübersetzen, hier nur noch seitlich erreicht. Ja. Und das führt auch zum Verlust der Kraft, der Feinmotorik. Also diese Menschen leiden dann schon, das Gefühl fehlt im Daumen. Also da sollte man allerspätestens operieren. Da sieht man jetzt eben die Operationsmethode. Modern, minimalinvasiver Zugang. Das ist ein ganz kleiner Schnitt, den man macht. Darunter macht man dann diese Bandstruktur, die man hier sieht, auf, sodass der Nerv hier einfach wieder Platz bekommt. Und das ist auch schon die ganze Operation. Man fasst den Nerv nicht an, nichts fasst man an, sondern im Prinzip ist es ein ganz kleiner Eingriff, der nur diesen Karpalkanal eröffnet. Wie weitet man den? Also schneidet man da was raus oder pumpt man da was auf? Oder braucht man alles nicht. Leiert was aus? So wie das Band durchtrennt ist, geht die Handwurzel ein kleines Stück auf, das Band geht ein wenig auseinander und es entsteht einfach Platz da drin. Und schon kann der Nerv sich wieder erholen. Und dann hat man auch gar keine Beschwerden mehr, dann ist es durch, oder? Das kommt auch nicht wieder zurück. Ja und nein, weil es ist ja dynamisches Geschehen. A, das Band schließt sich wieder, es bildet wieder einen Kanal. Und das Zweite ist, der Nerv, je nach Schädigung, muss sich ja wiederholen, das braucht Zeit. Und wenn er schwer geschädigt ist schon, also wirklich einen Schaden hat, dann erholt er sich eventuell auch nicht mehr.
Okay, also Nerv, hatten Sie ja gesagt, wird kontrolliert oder kriegt kein Blut mehr, richtig, wird nicht mehr versorgt, kann dann auch absterben, oder wie? Kann im schlimmsten Fall absterben. Das heißt, dann habe ich eine taube Hand. Richtig. Also man kann sich so vorstellen, ich sage immer, wenn Sie jemanden würgen würde, ist ja schlecht. Wenn ich den Würger frühzeitig wegnehme, ja, dann haben Sie eine Chance. Wenn ich ihn zu spät wegnehme, dann ist es vorbei. Ja, und ähnlich ist es, gesagt, ist es beim Nerven. So, also deswegen sollte man nicht zu lange warten mit der Operation, sondern dann auch wirklich dem Nerv halt helfen. Jetzt können wir gleich auf dem nächsten Bild sehen, wir den Schnitt nochmal, wie er dann verheilt ist. Ne? Richtig, das war ein Beispiel eines Patienten, der... Also ich sehe da nichts. Es ist ein bisschen schwierig zu sehen, weil beides verheilt ist. Das war eine konventionelle Methode. Das heißt, man hat wirklich den Schnitt von dem Unterarm geführt bis in die Hohlhand hier in dem Bereich. Das hat man früher gemacht. Heutzutage reicht eben dieser kleine Schnitt, das ist eine beidseitige Operation, dieser kleine Schnitt, um das gleiche Ergebnis zu bekommen. Und das ist wesentlich, wesentlich schonender. Schneller rekonvaleszent. Nach 2 Wochen Faden ziehen ist man normalerweise schon wieder fit. Und ist da auch in der Falte. Und in der Falte. Und jetzt kommen wir von Karpaltunnelsyndrom eben zum Ellenbogen, zum Ökulzenaris. Wo sitzt da das Problem? Auch irgendwo im Ellenbogen, also in der Kehle oder? Richtig, jeder kennt bestimmt den Musikantenknochen hier. Ja. Also ich habe es als Kind so kennengelernt. Ein versehentlicher Schlag dagegen und das kribbelt bis in Ring und Kleinfinger. Mhm. Und genau hier an diesem Ellenbogen ist auch das Problem. Der Nerv ist hier eng geführt am Knochen, kann nicht ausweichen großartig. Und da ist auch eine Bandstruktur drüber, ähnlich wie hier, die den Nerv gut führt, aber auch eben die Engstelle. Mhm. Und da, wie Sie es vorhin schon gesagt haben, gerade angewinkelt, kann es dazu führen, dass der Nerv sich einklemmt. Häufig diese Position, wenn man länger so sitzt, dass man merkt, oh, das schläft ja ein. Mhm. Links etwas mehr als rechts. Und viele schlafen ja auch so und dann und auch das einmal nachts, genau. Und wenn das zunimmt, kann das genauso Beschwerden machen. Und noch schlimmer ist, der Nerv versorgt sehr viele Muskeln an Unterarm und Hand. Mhm. Und das hat dann richtige Folgen für die Funktion der Hand. Was ist denn der Zeitpunkt jetzt nochmal, wann man zum Arzt gehen sollte? Also wann ist Kribbeln noch okay und wann ist es dann, wann würden Sie sagen, ja, also jetzt müssen wir doch mal irgendwie tätig werden? Es ist fließend. Also eine Dauerpelzigkeit ist natürlich ein schlechtes Zeichen. Mhm. Aber wenn es eben immer wieder kommt, Tag wie Nacht, denn man merkt es schon, das ist dann lästig und vor allem, wenn die Kraft nachlässt. Also wie sowas passiert mit Muskeln, Kraft lässt nach, Feinmotorik lässt nach, das ist ein Alarmzeichen. Also gibt es denn hier auch so einen Tunnel? Ich meine, Karpaltunnel, das habe ich jetzt verstanden mit dem Band, was dann aufgemacht wird. Ist das hier dann, ist das auch ein Tunnel? Oder? Man nennt es Kubitaltunnel. Ah, ja. Also es ist auch ein Tunnel, weil der Nerv durchzieht und ist genauso eben bedeckt von einer Faszie, von einer Bindegewebstruktur. Und das wäre auch schon die Therapie, ähnlich wie beim Karpalkanal. Man macht einen kleinen Schnitt und macht genau dieses Band über dem Nerv auf, sodass der Nerv einfach wieder Platz bekommt. Mhm. Und damit Durchblutung und damit wieder eine Chance hat, sich ganz normal zu erholen und zu funktionieren. Also relativ schnelle OP dann wahrscheinlich auch, oder? Alles ambulante Eingriffe grundsätzlich und relativ überschaubar vom Risiko. Und auch keine große Physio oder sowas, sondern das ist normalerweise relativ, nein, keine Schiene danach. Relativ bald wieder alles in Bewegung, oder? Richtig, sofort. Also nach der Operation keine Schiene, darf sofort beüben, bewegen, nur schonen, klar. Weil das Ganze muss natürlich heilen und man soll es nicht überlasten. Aber grundsätzlich können die Patienten ohne Schiene, ohne alles gleich wieder heim. Also muss man, wenn es zu stark kribbelt, auch keine Angst vor einer zu großen OP zu haben oder vor irgendwie großen Beschwerden. Sollte mehr Angst haben eben vor dem dauernden Nervenschaden. Dann vielen Dank für diese ganzen Infos. Gut, dass Sie da waren. Gerne. Und Ihnen vielen Dank fürs Zusehen.